ist der mittlere Weg in dieser Eskalation. Also der mittlere Weg, muss man vielleicht dazu sagen, das ist im Buddhismus diese Idee, dass du eben nicht in der Polarisierung bleibst, also nicht in diesem Ping-Pong zwischen den Extremen, sondern der mittlere Weg, das ist der Weg des Mitgefühls, des Ausgleichs und des Friedens. Und es heißt natürlich eben schon Weg, weil es geht nicht um einen mittleren Punkt. Dieser mittlere Weg von Mitgefühl und Ausgleich und Frieden, der ist eben, weil die Extreme ja da sind, immer auch extrem natürlich diesen Schwankungen auch durchaus ausgesetzt. Also das zerrt und zieht an dieser mittleren Position. Und deswegen muss es ein Weg sein. Man muss immer wieder sich da zurechtwackeln. Und deswegen muss ich auch sagen, jetzt unter diesem Eindruck dieser russischen Offensive, die also ich absolut nicht erwartet habe, ich habe Putin völlig unterschätzt, ja, hat es mich jetzt auch ein paar Tage in eine Richtung bewegt, wo ich mir eben dachte, so, ey, man muss jetzt da irgendwie Putin stoppen und wie soll man da? Und naja, und das Ergebnis ist halt, dass wir jetzt natürlich als Menschheit sofort in dieses militärische Mindset verfallen. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt also Waffensysteme kaufen, Bundeswehr aufrüsten, Waffen in die Ukraine schicken, Militärhilfe leisten. Ja, ehrlich gesagt, das ist kein Wunder, wenn man sich das da hinter mir anschaut. Schaut mal, das ist 1000 Jahre abendländischer Geschichte. Da oben drüber seht ihr, da hängt die Friedenstaube, aber die hängt halt da auch nur. Weil, jetzt schaut euch mal, weil es ja heißt so, die Grenzen müssen garantiert sein. Jetzt schaut euch mal die Grenzverläufe an, in diesen 1000 Jahren hier, 800, 962, so. Egal, ihr seht nur einen Ausschnitt, aber das ist scheißegal, ihr seht sofort, das ist ja unglaublich, wie sich da Polen zum Beispiel, ja? Polen, dann riesengroß hier plötzlich, 1815, seht ihr es nicht, ist es plötzlich weg. Auf dem Wiener Kongress haben die Russen, die Preußen und die Habsburger sich geeinigt und haben gesagt, wir teilen uns jetzt mal Polen untereinander auf und dann war es einfach mal weg. Und nach 1945, plopp, war es wieder da. So, aber das Ding ist, unsere Geschichte ist eine Geschichte von Krieg um Grenzen. Ja? Und jetzt nicht nur unsere Geschichte, das könnte man jetzt etwas weiter in den Osten auch verlagern. Da wäre das ein bisschen ähnlich. Man könnte jetzt über Mittleren Osten reden, da wäre es auch ähnlich. Aber tatsächlich die europäische Geschichte ist schon der Wahnsinn in der Hinsicht. Und das heißt, unser ganzes Mindset ist natürlich total gepolt darauf, Kriege zu führen und Krieg mit Krieg zu beantworten. Das ist das, was wir immer gemacht haben. Das ist für uns das Normalste von der Welt. Das haben wir immer gemacht. Also wir glauben jetzt, dass wir ganz anders sind, weil wir eine der wenigen Generationen vielleicht sind, die mit relativ wenig Krieg aufgewachsen sind, was aber ja auch nicht ganz stimmt. Ja? Also es gab ja, cool, Afghanistan-Krieg waren wir ja auch dabei. Was ist mit dem Serbien-Bombardement 1999? Da hat man auch eine europäische Großstadt wochenlang bombardiert und so. Aber ich sage mal, wir sind vergleichsweise weit weg, aber jetzt kommt dieser Druck dieses Schocks, ja, der russischen Invasion und man merkt sofort, wie alle möglichen Leute jetzt dieses kriegerische Mindset aktivieren. Und jetzt ist halt die Frage, ja, was wäre denn jetzt ein mittlerer Weg? Was wäre denn eine andere Möglichkeit, damit umzugehen? Also Punkt 1 ist, ich bin in meiner Jugend in einer politischen Gruppierung aufgewachsen und die hatte den Slogan, weder Washington noch Moskau. Mit diesem Slogan sind die durch den Kalten Krieg durch. Die haben also gesagt, weder Ostblock noch Westblock. Das ist irgendwie beides scheiße. Also grundsätzlich ist das schon mal, glaube ich, ein recht gutes Herangehen im Moment. Einfach zu sagen, hey, weder jetzt voll auf die Seite von Putin, aber auch nicht voll auf die Seite von der NATO, sondern das sind beides eben total kriegerische Kräfte, sondern da muss was Drittes her. Da muss was Eigenständiges Drittes her, eine Kraft des Friedens, ein mittlerer Weg des Friedens. Ja, und jetzt sagt man, mittlerer Weg des Friedens, wie soll das ausschauen?
Jetzt hatte ich gerade vorher einen Freund hier, der aus familiären Gründen ganz viel mit der Ukraine gerade zu tun hat. Und das war sehr, sehr berührend. Und während ich mit dem geredet habe, hatte ich plötzlich einen Traum, ein Traumbild. Und das war unheimlich konkret. Und das möchte ich euch erzählen. Ja? Und das war, dass nicht die Ukrainer jetzt hierher fliehen, sondern wir fahren da alle runter. Wir machen riesen Friedenskonvois aus der ganzen Welt in die Ukraine. 100.000 Leute, 500.000 Leute fahren alle runter in die Ukraine und sagen: Stopp, hier, wir sind menschliche Schutzschilder oder so. Und dann kommt, sagen wir mal, der Papst Franziskus, steigt in seinen Privatjet von der katholischen Airline, fliegt nach Kiew und sagt: Alles klar, ich bin hier. Wenn ihr Kiew bombardiert, bombardiert er mich. Und dann sagt der Dalai Lama, der hat da auch also einen Privatjet, wahrscheinlich von Buddha Airs, der fliegt auch rein und sagt: Pass auf, Franziskus und ich, wir machen das jetzt hier gemeinsam und wir beten und meditieren jetzt hier zusammen für den Frieden. Und dann kommen von mir aus die Wiener Philharmoniker, steigen in ein Flugzeug und fliegen irgendwie in Donbass und sagen: Wir machen jetzt hier mitten in diesem Ding ein Konzert für den Frieden. Und die Münchner Philharmoniker, die haben russischen Dirigenten, der soll relativ dick mit Putin sein, der fliegt gleich hinterher und macht auch ein Konzert für den Frieden, aber macht das, sagen wir mal, in Russland. Und dann kommt noch Ronaldo und Leonardo DiCaprio und ist jetzt wurscht, ja. Ja, ich weiß schon, oh, ist das alles unrealistisch, das ist ja lächerlich, das wird ja nie passieren. Ach so, ja, das ist unrealistisch. Aber dass wir jetzt hergehen und mitten in einer Situation, wo unsere Spezies ganz andere Probleme hätte, wo wir uns um die Ökokatastrophe kümmern müssen und keine Zeit mehr haben, dass wir in der Situation jetzt hergehen und wieder diesen ganzen Nationalstaatsfuck starten. Grenze hin, Grenze her, ihr seid die, wir sind die anderen. Das ist ganz realistisch. Dann ist realistisch, dass wir unserer Spezies die Lebensgrundlage entziehen, weil wir haben mit dieser Ökogeschichte halt leider überhaupt keine Zeit mehr. Es tut mir so wahnsinnig leid. Wir haben für so einen Quatsch keine Zeit. Und unser Mindset, das geprägt ist von nicht nur 1000 Jahren, wo es so abgegangen ist. Davor war Römisches Reich und davor, meine, das geht ja die ganze Zeit da schon ab. Völkerwanderung war auch nicht jetzt rein friedlich. Also unser Mindset, das davon geprägt ist, das sagt uns natürlich, also man muss jetzt diesen Krieg beenden mit Krieg. Bertha von Suttner, die große Friedensfrau in Deutschland, die hat so schön gesagt, also niemand käme auf die Idee, einen Tintenfleck mit Tinte auswaschen zu wollen. Ja, aber Blut, das soll immer mit Blut ausgewaschen werden. Also, natürlich kann man jetzt Waffen in die Ukraine schicken. Ist das gut für die Ukraine? Frage ich mal. Ich meine, dann entsteht da so ein Stellvertreterkrieg, ne? Das ist doch klar, was dann da passiert. Gibt es Guerillakrieg, das zieht sich ewig hin und so. Also, führt das zu Frieden? Oder führt das zu so einer Situation wie im Koreakrieg in den 50er Jahren, wo die Amis und die Sowjetunion auch so einen Stellvertreterkrieg geführt haben und in dessen Verlauf ist dann Seoul 8-mal erobert und zurückerobert worden? Was meint er, wie diese Stadt hinterher ausgeschaut hat? Und Korea ist bis heute ein gespaltenes Land. In Nordkorea, Südkorea. Also wollen wir das für die Ukraine? Ist das jetzt eine Antwort, wo man sagt, das hilft jetzt der Ukraine, dass wir da jetzt Waffen reinschicken und dafür sorgen, dass da ein Krieg da lang? Ja, aber gleichzeitig kann man jetzt ja auch nicht sagen, man macht jetzt gar nichts und schaut einfach zu, wie der Putin da seine Geschichte durchzieht. Das geht natürlich auch nicht. Ja, also du musst ja reagieren. Ja, aber warum? Reagieren wir da nicht einfach mal ganz anders, wie erwachsene Menschen, die zwei sich streiten in Kindern oder Leuten, ja, die einfach mal dazu. Und da möchte ich mal sehen, das möchte ich wirklich mal sehen, wie der Putin hergeht und irgendwie 500.000 Friedensaktivisten auf der ganzen Welt und Papst Franziskus und die Wiener Philharmoniker und den Dalai Lama und Ronaldo und David Beckham und ich weiß nicht wen, alle zusammenbombt. Das wird innenpolitisch für den auch ganz schwierig. Also das, und für die russische Friedensbewegung wäre das hervorragend. Das wäre eine hervorragende Situation. Weil das würde der russischen Friedensbewegung, also eine unglaubliche
Vorlage deinen irren Auftrieb verschaffen. Ich weiß, das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Traum. Ein Traumbild. Das ist völlig absurd, völlig unrealistisch. Aber ganz ehrlich, also recht viel unrealistischer als das, was da jetzt überall diskutiert wird, ist es dann auch wieder nicht. Weil am Ende ist für mich vollkommen klar, das, was da passiert ist, auf dieser Karte, das liegt nicht an einzelnen Herrschern. Das liegt nicht an einem politischen System. Weil in diesen 1000 Jahren Geschichte, da gab es ganz viele unterschiedliche Herrscher. Da gab es ganz viele unterschiedliche politische Systeme, wo das stattgefunden hat, dieses Dauergemetzel. Da gab es kulturelle, religiöse, politische Settings, die waren total unterschiedlich. Aber ein Faktor, der war immer gleich, und das ist wir, das sind wir, das ist der Mensch. Das ist ein Mindset von uns Menschen, dass wir Krieg mit Krieg beantworten, dass wir ständig um Territorium kämpfen und pipapo. Und jetzt ist 2022. Wir sind, ob wir das wollen oder nicht, eine Weltgemeinschaft. Wir sind eine Spezies, wir sind eine Menschheit. Wir haben Probleme, die wir nur gemeinsam lösen können. Und das erste Problem, das wir lösen müssen, bevor wir uns dem eigentlichen Problem, und das ist die Ökokatastrophe, überhaupt zuwenden können, das ist der Krieg. Und nicht der Krieg, nicht der eine, sondern das da. Das ist das Problem, was wir lösen müssen. Diese ständige kriegerische Scheiße, die seit Jahrtausenden abgeht. Das müssen wir in den Griff kriegen. Dann, und in diesem Zuge, können wir dann unsere Probleme lösen. Die weltweite Armut, die Ökokatastrophe und so weiter und so fort. Und damit wir das lösen, müssen wir in uns etwas ändern, weil der einzige Faktor, der in all diesen Settings immer dabei war, das ist eben der Mensch. Der Mensch mit seinem kriegerischen Mindset. Und deswegen möchte ich einfach diesen Traum mitgeben. In aller unrealistischen, utopischen Absurdität. Stellt euch das mal vor. Diese ganzen Promis fliegen da ein, Leute laufen hin, Leute fahren im Radl hin und so weiter und so fort. Die machen Verbrüderungs- und Verschwesterungspartys und feiern zusammen und wir geben den Soldaten Blumen und wir spielen Konzerte und wir kommen zusammen und dann hören wir mal zu und dann gehen wir mal in Donbass und sagen, was ist denn bei euch los? Was passiert denn? Und dann hören wir einfach mal nur zu, denn in Wirklichkeit, wir verstehen doch die Situation gar nicht. Wer versteht denn das wirklich, was da wirklich abgeht? Dann hören wir mal wirklich zu und dann suchen wir gemeinsam eine Lösung und dann schauen wir, wie kann man das dann irgendwie machen. Ja, ist nur ein Traum. Aber ganz ehrlich, das ist ein deutlich besserer Traum als dieser komische Realismus, der da sonst überall diskutiert wird, finde ich.